Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Tony Hawk's Pro Skater HD. Mit mir natürlich Cody Let's Play. Und zwar haben wir letztes Mal die nächste Map freigeschaltet. Das ist die Schule 2. Das wird einiges schwerer und wir werden das jetzt mal versuchen. Wir haben die Ziele: Finde die geheime DVD, sammle Skate, sammle 5 Hallenausweise, grinde an 3 Roll Call Rails. Okay. Core Rails, mal gucken, was das ist. Kickflip über TCs, Roof Cap, Gap. Ich weiß alles, was, gar nicht, was das ist. Aber wir versuchen mal unser Bestes hier. Mann. Ey, das kann was werden, Leute. Aber echt ohne Scheiß, ey, wenn ich mich daran erinnere. Ich habe das früher so übelst gerne gezockt, das Game. Es war einfach so fesselnd und einfach nur pervers. Hammer. Einfach nur krass. Da haben wir schon mal 3 von noch was Schlüsseln. War hier nicht auch was drüber? Ja, Mann. Ich wusste. So, einen Schlüssel brauchen wir jetzt noch. Also ich meine, im Alten war das auch noch ein bisschen anders aufgebaut hier, muss ich ehrlich sagen. Da gab es auch noch ein bisschen andere, ja, Missionen. Waren aber sehr, sehr ähnlich, kann man auch sagen. Also so extrem anders ist es jetzt nun auch nicht. Wurde halt verbessert, wenn man dazu sagen will. Da vorne ist der letzte Schlüssel und dieses Minikart, ey, was hier die ganze Zeit rumfährt, das ist mir früher so auf den Sack gegangen. Das hat mich, komischerweise hat mich das immer erwischt. Ich weiß nicht wieso. Es mochte mich nicht irgendwie, keine Ahnung. Ach verdammt. Ich dachte, ich komme da noch rüber. Mal gucken, ob ich alle Klingeln finde, ey. Das ist auch nicht so einfach, die alle zu finden, du. So, 3 von 5 haben wir. Da oben müsste noch eine sein. Gucken, ob wir das hinbekommen, ey. Oh, schon wieder dieser dumme Wagen. Die Buchstaben sammeln wir dann gleich ein. Sollte kein Problem. Verdammt. Dieses Grinden an der Wand, das ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Fahren wir da rein, da vorne will ich rein. Puh, Leute, ey, wo ist das letzte Glöckchen? Ich find's nicht, ich werde es nicht finden, ich sehe es jetzt schon kommen. Oh, Mann. Also hier ist es nicht. Aber man kann ja schon mal rumfahren, um ein bisschen Ausschau zu halten. Vielleicht kann man das dann so das nächste Mal schnell lösen. Direkt lösen. Okay, nicht gefunden. Pff, müssen wir uns echt nochmal auf Suche begeben, ey. Was brauchen wir jetzt noch alles? Skate. Sammeln wir jetzt mal Skate. Kein Problem. Machen wir wieder 3 Durchgänge hier. Ich hoffe, wir schaffen das dann. Ganz gut. Ah, komm, lasst uns mal oben lang gehen hier. Schadet ja nicht. Ach, Manno. Och, Menno. Das will uns nicht glücken hier, wa? Komm. Ach, leck mich am Arsch, ey. Dann gehen wir halt nicht da lang. Mir auch egal. So, da oben ist noch was. Was wir uns holen. Da oben ist die geheime DVD. Da war auch gerade das A. Habe ich schon gesehen. Aber wie kommt man denn da hoch? Von der anderen Seite dann wahrscheinlich. Da ist das A, da hinten ist das T. Zack. Zack. Wie so ein richtiger Skateboard-Pro. Ey, das Schild hält mich jetzt mal auf, ey. Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt noch das E. Wo versteckt sich das E? Haben wir das nicht vorhin schon gesehen? Das A, da ist es. Da ist es, dann hätten wir das auch schon mal geschafft. Nicht hinlegen. Warum legst du den Stein hin? Ist doch so gemütlich da unten. Glaube nicht. So, ich glaube, hier muss man auch noch drüber grinden. Ja, auch nicht. Bam, bam. Punkte kann man dadurch aber durchaus holen. Und ein bisschen Kohle vielleicht auch. Wir können ja gleich mal in diesem Dingshop da vorbeischauen. Skate Shop. Ah, verdammt, ich wollte schön nach oben kommen. Ach, verdammte Kacke. Nein, ich wollte doch gar nicht wieder runter. Müssen wir halt hier hochfahren. Ah, nur noch 15 Sekunden, verdammt. Und vielleicht schaffen wir es noch, darüber zu springen.
Ach, kann man gar nicht, ja, okay. Haha, ich habe noch ein paar extra Punkte. Ja, yeah, 922 extra Punkte. Wir haben aber geschafft, die Skate-Dings zu sammeln. Jetzt muss ich mal überlegen, wie kommt man denn da dahin zu dieser DVD? Ich weiß es gerade wirklich nicht, ey. Also hierüber auf jeden Fall nicht. Ups, Alter. So, hier kann man nur noch da lang. Aber hier kommt man auch nicht zu dieser DVD dann. Ach, verdammte Scheiße, falle ich da erstmal runter. So, wo liegt denn das überhaupt nochmal? Das liegt ja... Was leuchtet denn da eigentlich so grün? Das sieht so... Oh, Monster. Oh, haben sie was Neues eingebaut? Super. Wie kommt man denn da hin? Das liegt auf jeden Fall in dieser Richtung hier. Und... Man muss irgendwie da hochkommen. Da oben waren auch Fahnen. Müssen wir vielleicht irgendwie hier so an der Wand hochfahren oder so? Ich habe echt keinen Plan, ich weiß es nicht mehr. Man kommt auch irgendwie da oben auf die Dächer drauf. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ah, doch so. Genau. Das versuchen wir mal von der anderen Seite. Holen wir uns mal den Geldschein hier. Vielleicht kommt man ja... Trotzdem kommt man da noch nicht rüber, oder? Boah, es ist kompliziert hier. Muss man ja irgendwie da hinten rüberkommen. Poi. Ich hab keine Ahnung. Kann man hier irgendwie auf dieser Seite hoch? Bam, bam. Bisschen tricksen hier. Vor cool sein und so. Was ist denn das da? Kommt man da hoch? Was ist denn dahinter? Was ist denn dahinter? Da ist doch irgendwas drauf. Wir wollen gerne wissen, was da oben ist. Darum kommt man doch da drauf. Aha. Auf jeden Fall geht es da links noch weiter. Das gucken wir uns nochmal an. Kein Problem. Wir haben Zeit. Wenn nicht, dann überziehen wir halt ein bisschen. So. Aber versuchen wir erstmal noch das hier. Ja, wieder nicht geschafft. Mann, bin ich ein scheiß Nerd. Ein scheiß Anfänger. Ein scheiß... Versager. Ein Scherz. So will ich mich noch nicht nennen. No. Oh. Fast, ey. Ja, komm, anhalten. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, super. Echt voll interessant. Ja. Bam, Junge. Nein, nein. Boah. Jetzt wäre ich fast an der DVD vorbei, ey. Hab'se. Errungenschaft freigeschaltet in Steam. Errungenschaft. Gefahrenzone. Aha. Erfahrenzone. Wunderschön. Gefahren meine ich, nicht erfahren. Erfahren, ey. Was laber ich hier von dem Mull? So. Ich glaube, was anderes schaffen wir jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht einen Highscore zu packen. Naja. Dafür bräuchte man so eine Halfpipe. Das wäre einfacher. Ah, versuchen wir mal hier noch ein paar Punkte zu machen. Ist ja fast eine Halfpipe. Oder ist sogar eine Halfpipe. Nur irgendwie ein bisschen klein. So, 40.000, das packen wir doch noch. Das wäre ja gelacht. Ja, so nah an der Wand ist echt behindert. Nein! Nein, 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 nein. 32 Sekunden noch. Ich muss noch 2.000 Punkte machen, mein Freundchen. Komm, 1.000 noch. Nein! Nein! Ich muss das schaffen, das wäre jetzt voll peinlich. Komm, oh, geschafft. Wunderschön, wunderschön. 100.000 ist der nächste Score. Ist ja schon ein bisschen was, ne? Wo kommt man denn hier hin? Wo kommt man denn da hin? Der Hangar freigeschaltet. Okay. Und ein neues Board. Und ein Kürbiskopf überleben. Dings freigeschaltet. Warum auch nicht? Okay, ich würde sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, besucht meinen Kanal und schaut die nächste Folge. Dann gucken wir uns den Hangar an und den Shop natürlich auch.
Bis dann. Ciao.